Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video werde ich euch gleich zeigen, was nun in den nächsten Tagen bei der AMC-Aktie möglich ist. Hierzu gehe ich auf meine Zyklenanalyse und meine Wellenzählung der Elliott-Wellenmethodik ein. Alles kann, nichts muss. Sie werden sehen, wie genau so ein Zyklus ablaufen kann, doch das ist kein Garant, dass es dann auch wirklich so passiert. Denn die Prognosen und Analysen können sich den Kursbewegungen entsprechend jederzeit ändern. Denn der Algorithmus arbeitet in kleinen und großen Akkumulations- und Verteilungszyklen. Diese beginnen und enden in einem bestimmten Rhythmus und wiederholen sich. Sie scheinen in eine Richtung zu schauen und wechseln dann sofort in die andere. Sie können sich denken, dass sie sich in einem Teil des Zyklus befinden, wenn sie sich aber in einem anderen befinden. Aus diesem Grund müssen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um zu erkennen, wann wir in dem Begriff sind, die bevorstehenden Chancen richtig zu nutzen. Mit meiner Sequenzierungstechnik kann ich erkennen, wann diese Perioden auftreten und ergänze diese Analyse mit der Elliott-Wellen-Methodik. In Zukunft wird es auch tägliche Updates für AMC auf meinem Telegram-Kanal geben. Diese finden Sie in der Beschreibung. Doch bevor es nun losgeht, falls Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das am besten jetzt. So verpassen Sie keine Videos, unterstützen mich und sind immer auf dem neuesten Stand. So, zurück zu AMC, legen wir auch schon direkt mit der Analyse durch. Was Sie hier sehen, ist nun die Zyklenprognose. Die haben Sie sicherlich schon in den letzten Videos gesehen. Ich werde Ihnen hier kurz nochmal zeigen, wie genau diese Methodik denn bei AMC auch bisher aufgegangen ist. Wir haben hier zwei Varianten. Die eine Variante, das ist einmal die hier unten, die ist ein bisschen grober und die oben ist quasi eine etwas genauere Analyse, wo die Ausschlagungen aber auch mal höher oder tiefer sein können. So, und wenn Sie jetzt mal sehen, diese beiden Charts habe ich bereits in einem älteren Video besprochen, haben wir einen Verlauf, der sehr ähnlich ist und der auch bis jetzt immer wieder so eingetreten ist. Diesen einen Part, den Sie hier sehen, der fällt natürlich hier in dieser Spitze kleiner aus, aber die Hochs und Tiefs, die passen fast zeitgenau. Das heißt, wenn wir jetzt schauen, hatten wir hier ein Hoch, hatten wir ein Hoch. Es ging runter, ging runter. Wir hatten hier ein Hoch, wir hatten hier ein Hoch. Es ging runter, ging runter. Hier hatten wir ein kleines Hoch und in Wirklichkeit war das etwas höher und es ging runter. So, was wir jetzt nun hier erkennen können, ist auch dieses gleiche Muster hier mit einem V. Das sehen wir hier und dieses V ist hier, ja, hinter dieser weißen Linie. Und von hier aus ging es im Bogen runter. Und das war unser Mai-Hoch. Auch hier sehen wir dieses Hoch. Ne, das hatten wir hier in einem Bogen. Zack, zack. Auch hier hatten wir dieses Hoch. Mitte Mai ging es runter. Was ist passiert? Auch in der Prognose, es ging runter. Zwischenzeitlich ging es dann in der Prognose hoch. Was ist in der Realität passiert? Es ging hoch. Nun sind wir in dem Bereich, wo es hier runter geht. Wir sind auch wieder runtergegangen. Und von hier aus sollte es wieder nach oben gehen. Genau. Wie Sie sehen, geht es hier auch wieder runter. Ich denke, das ist dann auch das August-Tief nach den Earnings, die am 3. August, wenn ich nicht falsch liege, sein sollten. Ja, wie Sie sehen können, sind bisher alle Bewegungen 1:1 fast eingetroffen. Gehen wir jetzt nun in den oberen Bereich, wo es etwas genauer ist. Wir hatten hier ähnliche Muster, aber wenn Sie jetzt den restlichen Verlauf betrachten, hatten wir hier das Hoch. Es ging runter. Dann hatten wir hier ebenso diese V-Form, diesen Bogen, wo es hier runtergeht. Diesen Bogen hatten wir hier auch, wo es runtergeht. Dann hatten wir hier auch das Mai-Hoch, wie es auch wirklich passiert ist. Jetzt setzen wir das ganz kurz mal noch weiter oben. Ja, und dann ging es Mitte Mai runter, so wie hier auch. Und es ging hoch, runter, hoch, runter. Und das ist letztlich, ja, diese Bewegung in der anderen Konstellation. Und wo wir jetzt aktuell stehen, ist natürlich diese Aufwärtsbewegung. Bin gespannt, wie und wann sie sich in den nächsten Tagen ausspielen wird, ob es passiert. Und ich gehe aktuell davon aus, dass es passieren wird. Hier kommt dann jetzt nun die Elliott-Wellen-Methodik ins Spiel. In Rot sind hier die Earnings markiert. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, haben wir eine Flat-Korrektur. Die beläuft sich so A, B und wir sollten jetzt dann in die C-Welle kommen. Und ich gehe jetzt nach meiner neuen Analyse davon aus, dass wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5 sehen werden. Mal schauen, ob die 5 überhaupt so weit kommt. Ich gehe davon aus, dass sie auch ja,
in dem Bereich hier landen könnte und dass wir in der Range $6.25 landen werden. Also quasi dieses Hoch hier wieder anpeilen dürfen. Von hier aus werden wir dann die Earnings haben. An dem Punkt ist es, ja, wie üblich, geht die Aktie meistens den Bach runter und die Welle 2, der C, darf hier bis runterkommen tatsächlich. Und ich denke auch, dass wir hier wieder in den Bereich $4 kommen werden. Von hier aus kommen wir dann in impulsive Welle 3 und die dürfte dann in den Bereich der $8-Marke kommen. Genau. Von hier aus hätten wir dann eine Welle 4 und eine 5. Ob die jetzt über den Punkt hier hinausschießen wird, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Das werden wir sehen in den nächsten Tagen, Wochen. Und somit hätten wir dann die Welle 2 abgeschlossen und von hier aus geht es dann runter in die Welle 3. Doch bevor wir jetzt hierauf eingehen, sollten wir erstmal abwarten, was in den nächsten Tagen, Wochen passiert. Die Welle 3 wird auf jeden Fall Ende des Jahres an einem neuen Tiefpunkt landen. Sieht erstmal nicht schön aus, aber bietet auch Chancen für weitere Einstiege, die ich sicherlich tätigen werde. Hier nochmal als kurzer Vergleich. Wir haben hier das Tief Ende des Jahres. Wenn wir jetzt nochmal in die Prognose gehen, können wir sehen, dass es ab diesem Bereich hier, das ist wahrscheinlich der August, und dann geht es nochmal hoch, nur noch runter geht. Und hier werden wir dann auch diesen Tiefpunkt finden. Ebenso wie hier. Das ist sicherlich dieses Tief im August. Dann geht es nochmal hoch und dann geht es eigentlich nur noch runter. Genau. Und von hier aus, sollten wir den Abschluss der Welle 3 finden, geht es wieder hoch. Dann nochmal ein kurzer Einblick. Das heißt, wenn wir hier dieses Tief gefunden haben, sollte es hier nochmal hochgehen, bis es dann final in der Welle 5, die habe ich jetzt hier nicht mehr sichtlich, genau, bis es in der Welle 5, in der übergeordneten C, nochmal runtergeht. So, zum Schluss nochmal das ganze Bild. Hier können Sie nochmal die Zählung betrachten. Und hier hinten habe ich noch eine kleine Projektion aus dem Zyklus, der tatsächlich in diese Bewegung reinpassen würde. Jetzt heißt es erstmal abwarten. Die nächsten Wochen sehen bullig aus. Ich denke, heute wird nicht mehr viel passieren. Aber die nächste Woche dürfte auf jeden Fall spannend werden. Ich hoffe, mein Update zur EMC-Aktie war hilfreich für Sie. Verfolgen Sie weiterhin die Entwicklung, um von den Chancen zu profitieren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, wäre es super, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und liken würden, um in Zukunft weitere interessante Inhalte zu erhalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei Ihren Investitionen. Bis zum nächsten Video.